Tina Weirater, gleich geht es los in Sölden mit der neuen Saison. Seid ihr zweg, fühlt ihr mich gut? Ja, ich fühle mich gut soweit. Mir kann es langsam losgehen. Es ist langsam weiss auf den Bergen und es kommt, ja. Habt ihr in dieser Vorsaison, also im Sommer, irgendetwas verändert in der Vorbereitung? Oder habt ihr euch da auf die klassischen Vorbereitungen, wie ihr sie schon kennt, abgestützt? Es gibt sicher Sachen, die gleich bleiben, die man immer gleich macht, und andere, die man immer versucht zu verbessern. Kundentraining und so weiter versucht man immer neue Reize zu setzen. Und was für noch speziell war, ist, dass wir mal da geblieben sind, also hauptsächlich in der Schweiz, in Zermatt, und nicht auf Chile, Argentinien oder Neuseeland geflogen sind. Und es war eigentlich mal eine coole, gute Abwechslung gewesen. Weil es Chile und Argentinien ist zwar zum Skifahren oft okay, aber sonst ist man dann doch froh, wenn man einmal länger daheim ist und ein bisschen flexibler ist mit dem Wetter. Ja, ich habe schon noch die Frage angestanden mit dem Material. Bleibe ich bei Atomic, wechsle ich zu Stöckli? Ihr habt beide Ski getestet, intensiv getestet. Ihr habt eigentlich für Atomic entschieden. Warum? Ja, es hat einfach ein paar Neuerungen gegeben, Atomic, die mich überzeugt haben. Es war wirklich spitz und knapp gewesen, also wirklich eine knappe Entscheidung. Und Stöckli hat ein geniales Material, will ich überhaupt nicht dagegen sagen. Für mich ist wirklich einfach die Innovationen, die es bei Atomic gegeben hat, die mich bewogen haben, dass ich bleibe. Und jetzt ist das ja bekanntlich eine Saison, die ohne Grossanlass stattfindet. Wie geht ihr da daher? Ist da jedes Rennen für sich ein Grossanlass oder wie nehmt ihr das? Ja, es ist jetzt vielleicht übertrieben gesehen, aber es zählt sehr einfach der Weltcup mehr. Ich finde es eigentlich einmal gut, wenn man wirklich einmal in einen Rhythmus kommt, weil davor ist der Weltcup immer so ein bisschen, ja, aber im Februar ist dann die WM und so, und heute zählt man wirklich nur der Weltcup und jedes Rennen für sich, und dann kann man auch mal wirklich in einen Rhythmus kommen. Und es sind einige neue Sachen auf dem Programm, auf dem Kalender, die ich noch nie gesehen habe, was ich spannend finde. Also La Tui in Italien und Soldeo in Andorra. Wird sicher mega spannend, um dort mal ins Fahren. Und es gibt auch wieder einige super Kombis, was jetzt mir überhaupt nicht so in den Kram passt. Aber es ist so und ich freue mich drauf. Es hat ja an der Spitze vom Weltcup oder ein oder anderen Rücktritt gegeben. Erwartet ihr plötzlich ganz neue Shootingstars oder neue Namen, die in die Spitze führen stossen? Oder sind das die, in Anführungszeichen, alten Bekannten, die man vorne darf erwarten? Ja, ich glaube, so ganz neue Shootingstars habe ich jetzt mal nicht auf dem Radar in dem Sinn. Ich glaube, Michaela Schifrin wird einfach immer noch stärker und noch stärker in immer mehr Disziplinen. Sie ist ja extrem jung noch. Und sonst denke ich, dass so die Altbekannten für die Schüssen. Es gibt jede Saison wieder ein paar, wo man vielleicht nicht so gerechnet hat, wo dann führen kann. Es wird sicher Hyro gehen, aber wer es jetzt ist, kann ich noch nicht sagen. Und ihr gehört ja schon zu den Alten bekannt und darum viel Glück, viel Erfolg in der neuen Saison. Danke vielmals.